2023 kommt die große Immobilienkrise, der Crash. So zumindest hört man es oft auf vielen YouTube-Kanälen und auch in verschiedenen Medien. Und in diesem Video wollen wir der Frage nachgehen, was an dem Gerede um den Immobiliencrash 2023 wirklich dran ist. Mein Name ist Dr. Dan Katzlinger, ich bin Rechtsanwalt und auf Immobilientransaktionen in ganz Österreich spezialisiert. Immer wieder hört man davon, dass der Immobilienmarkt sich in einer Krise befindet, die Preise abstürzen werden und Immobilienbesitzer in den Ruin treiben werden. Doch was ist daran eigentlich wirklich dran? Also wir müssen zuerst mal festhalten, dass in der Zeit dieser Niedrigzinspolitik, der Nullzinspolitik, die fast 10 Jahre gedauert hat, Geld sehr leicht verfügbar war. Das hat dazu geführt, dass viele sehr leicht Kredite bekommen haben, die Kredite sehr leicht finanzierbar waren und daher viele Leute Immobilien gekauft haben, und das hat die Preise enorm nach oben getrieben. Wer zum Beispiel 2009, 2010 in der Zeit eine Immobilie gekauft hat, der konnte sie in Innsbruck ungefähr zum doppelten Preis 10 Jahre später verkaufen, oft sogar um noch höhere Preise. Was jetzt passiert ist, ist, dass aufgrund der gestiegenen Inflation die Zinsen angehoben wurden. Und zwar recht massiv, also von minus 0,5% EZB-Leitzins auf 3%. Das ist also schon ein signifikanter Anstieg. Und trotzdem gibt es noch eine relativ hohe Inflation, weil die Zinsanstiege haben ja den Sinn, die Inflation nach unten zu bringen. Das ist eben ein Prozess, der eine gewisse Zeit dauert. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Kredite teurer geworden sind, also die Raten sind höher geworden, gleichzeitig ist aber das verfügbare Einkommen, um diese Raten bedienen zu können, nach unten gegangen, weil mehr Geld aufgewendet werden muss, um die gestiegenen Preise im Zuge der Inflation auch bezahlen zu können. Gerade Energiepreise sind zum Beispiel einer der maßgeblichen Preistreiber gewesen und eine der maßgeblichen Ursachen für die Inflation. Wenn also weniger Nachfrage da ist, weil die Kreditzinsen gestiegen sind, und ein Faktor kommt noch dazu, diese KIM-Verordnung, die Verordnung der Finanzmarktaufsicht zur Reglementierung der Immobilienfinanzierungen mit den 40% Schuldendienstquote, bedeutet also, höchstens 40% meines verfügbaren Einkommens dürfen für die Bedienung der Kreditrate verwendet werden und 20% Eigenmittel, 35 Jahre maximale Laufzeit. Wenn man sich das anschaut, dann führt das dazu, dass die Nachfrage nach Immobilienkrediten zurückgeht, weil sie nicht mehr bedient werden können. Und letzten Endes kann das natürlich bewirken, wenn die Nachfrage zurückgeht, das Angebot aber gleich bleibt, dass die Preise fallen. Aber ein Crash würde bedeuten, die Preise fallen wirklich signifikant, dann würden wir sagen, ja, 50%, dann können wir von einer echten Krise sprechen, weil dann die Verkäufer so niedrige Kaufpreise bekommen würden, dass sie vielleicht damit den Kredit, der selber zur Finanzierung aufgenommen wurde, gar nicht mehr bedienen können. Ich bin natürlich kein Hellseher und so sind es die meisten anderen auch nicht, aber dass die Preise so stark runtergehen, das ist doch zu bezweifeln. Und einen Faktor dürfen wir auch nicht übersehen. Es gibt zwei Typen von Immobilienkäufern. Die einen sind die Eigennutzer. Die kaufen eine Wohnung, ein Haus zum selber Bewohnen. Die anderen sind die Anleger. Die kaufen eine Immobilie, um ein Einkommen daraus zu generieren. Diese KIM-Verordnung, also die Verordnung mit den 40% Schuldendienstquoten, 20% Eigenkapitalquote, höchstens 35 Jahre Kreditlaufzeit, trifft hauptsächlich die Eigennutzer. Das bedeutet, die Nachfrage nach Eigenheimen, die ist massiv nach unten gegangen, das spürt man auch jetzt schon, und da ist auch die Gefahr höher, dass die Preise deutlich nach unten gehen. Also eine Gefahr für die Verkäufer, eine Chance für Käufer natürlich, aber derzeit gibt es quasi keine Eigenheimkäufer. Das ist das, was man am aktuellen Markt, zumindest in Österreich, beobachten kann. Und es hängt natürlich hier von der Lage ab, denn wenn ich ein Einfamilienhaus in einer tollen Lage mitten in einer Stadt habe, dann finde ich immer leicht einen Käufer, weil es gibt Leute, die haben das Geld Cash, die brauchen überhaupt keinen Kredit, denen sind diese Kreditzinsen völlig egal, die sind im Gegenteil eher darauf bedacht, ihr Geld vor der Inflation zu schützen und in Sicherheit zu bringen, und eine Immobilie ist eben ein Inflationsschutz. Wenn ich ein Haus irgendwo am Land habe, in einer infrastrukturschwachen Gegend, am Berg oben in Tirol, oder das Haus ist sehr stark nach meinen individuellen Vorstellungen geplant und ausgeführt, also ein klassisches, wirkliches, der Traum vom Eigenheimhaus,
was nur mich interessiert und den anderen Käufer ist es völlig wurscht, ob ich einen extra teuren Marmorboden legen habe lassen, das interessiert überhaupt niemanden. Die Preise, die gehen nach unten. Für diese Immobilien finde ich quasi keine Käufer mehr, weil diese Schicht, die genau diese Eigenheime sucht, die ist weggefallen. In der Stadt kann ich mein Haus immer gut an einen Bauträger verkaufen oder an einen großen Investor, der reißt es ab und baut dann einen Wohnblock hin oder er kauft es und nutzt es selber aus Eigenmitteln oder er kauft es und vermietet es weiter. Anders nämlich als die Nachfrage nach Kaufimmobilien zur Eigennutzung, wird die Nachfrage nach Mietimmobilien sehr stark steigen. Das merkt man auch jetzt schon, denn diese Eigennutzer, die auch relativ solide Einkommen haben, bekommen keine Kredite mehr, zumindest derzeit. Eben genau aufgrund dieser KIM-Verordnung. Sie wollen aber trotzdem irgendwo wohnen und deshalb werden sie mieten. Und deshalb ist die Nachfrage nach Mietimmobilien wieder höher und auch Eigenheime können sehr gut gemietet werden. Und das spricht jetzt wieder dagegen, dass die Preise wirklich massiv nach unten gehen. Denn im Worst Case kann ich als Immobilienbesitzer meine Immobilie, wenn ich den Kaufpreis, den ich mir vorstelle, am Markt nicht mehr bekommen, dann jetzt sehr gut vermieten, möglicherweise besser als noch vor einem Jahr, bevor diese KIM-Verordnung in Kraft getreten ist. Und in städtischen Lagen, in guten Immobilienlagen, wo eine große Mietnachfrage ist, da glaube ich, dass sich die Preise kaum bewegen werden. Es gibt natürlich die Tatsache, dass die Nachfrage ein bisschen einbricht, weil die Zinsen ein bisschen gestiegen sind, aber institutionelle Anleger, professionelle Investoren, für die sind auch diese 3-4% oder auch 5% Zinsen nichts Ungewöhnliches und die werden nach wie vor natürlich Immobilien in guten Lagen, die gut vermietbar sind, weiterhin kaufen. Deshalb werden auch hier die Preise nach meiner Einschätzung zumindest nicht komplett abstürzen. Sie werden vielleicht ein bisschen runtergehen, 10-15, vielleicht 20%, aber sicher nicht so weit runtergehen, wie man sich es bei einem Crash jetzt vorstellen würde, dass man sagt, ja -50, -80%. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Aber ich bin kein Hellseher. Ich bin vielmehr gespannt, was du dazu sagst. Wie schätzt du die Lage ein für 2023? Bist du vielleicht dabei, eine Immobilie zu kaufen? Bist du jetzt auf der Suche oder hast du Angst und wartest du lieber noch ab, wie sich die Zins- und Inflationssituation weiterentwickelt? Schreib mir eine Nachricht oder kommentier dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, abonniere meinen YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dein Dan.